Hallo zusammen und willkommen bei meinem Let's Play von Dark Seed, einem Horrorspiel aus dem Jahre 1992. Deswegen sind wir auch hier im Explorer. Aber wir müssen gleich einen Emulator starten und mit dem Emulator dann das Spiel. Das Spiel selber wird auch auf Englisch sein, nur als Vorwarnung für diejenigen, die nicht so gut Englisch können. Weil die deutsche Übersetzung soll echt schlecht sein. Das heißt, mehrere... Also Wortwitze will ich nicht unbedingt sagen, aber Metaphern gehen verloren und es klingt super grausig und ja, deswegen spielen wir es auf Englisch. Und ich hoffe, es klappt alles so. Also ich habe eben gerade schon mal getestet, es läuft auf jeden Fall, Speichern geht auch und so. Ich habe auch den Sound etwas runtergedreht, für euch zumindest, dass es alles so weit klappt. Aber bei solchen alten Spielen müssen wir halt gucken. Also, starten. Continue. Hello. Es ist sogar noch Amiga-DOS. Also ich hatte ja auch einen Amiga 500 als PC. Aber ich hatte wenigstens schon die Workbench, also das Windows-Vorläufermodell quasi. Oh, kleine Warnung. Falls ihr jünger seid, es ist zwar alt und der Horror sieht kitschig aus, aber es kann trotzdem ein wenig verstörend sein. Also, ne? Bitte nur, wenn ihr ein bisschen älter seid. Ich denke mal, 16 plus sollte drin sein. Darkseid. Ist sogar Version 1.0. Na gut, damals wurden Sachen auch nicht so häufig gepatcht, weil das Internet noch nicht so verbreitet war. Also es gab das schon, aber ich glaube, in dem Alter war es mir noch nicht wirklich bekannt. Es gab ein, zwei Leute, die das mal benutzt haben oder so, aber da musste man auch noch pro Stunde bezahlen, also sowas in der Richtung. Das heißt, wenn hat man seine Patches bekommen über die Amiga Joker oder ähnliche Zeitschriften. Das, ja. So, gleich Leute, sollte es losgehen. Ist ein wenig konfus, aber das kriegen wir hin. After a horrifying nightmare, Mike Dawson, das sind wir, awakens to the first day in his new house. Und ja, der Albtraum. Das war halt der erste Grund, warum ich gesagt habe, ne, bitte ab 16. Weil das, ne, das Artstyle kann schon ein bisschen verstörend sein. Und das Artstyle könnte auch dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Ja. So, wir haben einen Kopierschutz. Ich denke, der wurde ausgehobelt. Also ich hoffe es, nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit spielen und dann sagt er plötzlich, Edge Badge, du bist ein Pirat. Das wird doof. Also, that sure was some nightmare. It even left me with a monster headache. My head hurts. My head is killing me. Okay, also ihm geht's echt dreckig. Seine neue Wohnung scheint schon mal eingerichtet zu sein, auch wenn sie recht, ja, altbacken aussieht. Das ist okay. Wir haben Geld. Wir haben die Möglichkeit abzuspeichern. Was bist du da oben? Ah ne, mit der rechten Maustaste kann ich mir Sachen angucken. Die Statue will ich mir angucken. Ne, Statue nicht. Stuhl? You see the telephone. You can't think of anyone you want to call right now. Ja, okay, macht Sinn. Ich denke, der erste Schritt, wenn man Kopfschmerzen hat, ist irgendwo in ein Bar zu gehen oder in die Küche und sich was zu trinken zu holen. Ist das gehen? Ja. The wooden planks creak under your feet. Auf dem Dachboden wird kein Wasser sein. This dilapidated, das ist so ein runtergekommenes, ne? A room gives you the chills. Must be the cold draft. Und hier sehen wir Zugluft. Das sieht aus, als wenn da irgendwas unter dem Bett wäre. You look under the bed. Okay, wir haben kein Monster unter dem Bett, das ist gut. You really don't want to wear such a heavy old coat. Ja, wir you see the old trench coat, wouldn't be caught dead in that thing. Also Fragezeichen ist dann wirklich, ich frage mich gerade, warum ich nicht immer ein Fragezeichen zur Auswahl habe.
Ah, okay, das Fragezeichen ist dafür da, um zu sehen, womit man interagieren kann. Ich kann mit dem Bett interagieren, dann ist ein kurzer Übergang und danach kann ich unterm Bett interagieren. Das ist einfach irgendwo hingehen. Und wenn man ein Gebiet verlassen will, kommt das. Und das ist wirklich was machen damit. Okay. Wir kamen von da. Das sieht gut aus. Können wir einen Schluck Wasser trinken? You take a refreshing drink of water. Sehr gut. Sagt auch, dass es ihm besser geht? Nein. My head feels like it's going to explode. Dann brauchen wir Drogen. Ja, wusste ich doch, dass da was ist. Mehr Wasser. Hat das Auge gerade geblinzelt? Glaub schon. Es kommen zumindest keine neuen Nachrichten rein, ne? Ah, okay, also es ist ein Kreislauf hier einmal oben rum. Das heißt, wir haben unser Schlafzimmer. Von hier aus geht es auch nicht weg. Dann kommen wir zum Flur, wo wir hoch und runter gehen können. Dann kommt es in diesen komischen Raum, wo wir nicht wirklich irgendwas wollen. Und von dem komischen Raum geht es ins Bad. Kurz duschen. Ah, komm, das tut doch gut. Schön Aspirin reinwerfen, frisches Wasser trinken, einmal duschen, da fühlt man sich doch gleich lebendig. Hast du keine Socken an? Das sind Schuhe, ne? Okay. Das heißt, uns geht's langsam ein bisschen besser. Gucken wir uns in unserem neu erworbenen Haus scheinbar mal um. Dach. Bewegen sich andauernd Sachen. Achso, es leuchtet noch ein bisschen. Ja, schauen wir uns in unserem neu erworbenen Haus mal um. Knatsch, knatsch, knatsch. Also da kann sich schon mal keiner hochschleichen, falls das irgendwie später wichtig wird. Unser komisches Symbol da oben ist auch da über der Tür, richtig? You see the front door. Könnten da wohl rausgehen. Wir bleiben erstmal drin, gucken uns hier drin zu Ende um. Sind die Fotos von unserer Familie oder? Gothic Artwork, not your style, but it came with the house. Okay. Also er hat das Ding einfach so gekauft, wie es ist. Was schon mal mega suspekt ist. Bestimmt jemand drin gestorben. Looks like an old Persian rug. So, Erdgeschoss. Oh. Uralte Bücherei, ha? Huh? Das sollte schon mehr wert sein als das Haus. So, was haben wir hier Schönes? The globe has rusted into place and will not turn. Warum sind hier zwei Globusse? Beide sind festgerostet. Pick up the blueprint. Ist das ein Blueprint von dem Haus? Sehr wahrscheinlich, ne? Angucken? Nee. Wie interagiere ich damit? The blueprint will do nothing to the books. Ah, okay. Ah, das ist das ganz normale Benutzer. Also wir wählen hier etwas aus und dann können wir in der Welt damit interagieren. Aber ich würde das Ding halt so Fragezeichen. Ah, sehr gut. Also, Second Floor sind wir hier oben schon einmal durchgegangen. 9 ist dann die Hall, wo es hoch und runter geht. 10 ist der Draft Room. 11 Secret Room. Secret Room klingt schon mal gut im Second Floor. Wollte gerade sagen, weil da war keine dritte Tür in dem Raum. Dann Erdgeschoss sind wir jetzt gerade. Wir sind im Study. Study ist Nummer 1. Neben uns ist ein Secret Room. Gegenüberliegend ist das Wohnzimmer.
und an dem Wohnzimmer angrenzend eine Küche. Es gibt noch eine Garage. Wo ist der Zeller? Zeller ist 7. Achso, von der Küche aus geht's runter in den Keller. Okay, okay. Dieser neuen Eingebung folgend ist unser guter Charakter natürlich gleich motiviert nachzugucken, was für Geheimräume in seinem neu gekauften Haus denn vorhanden sind. Davon hat der Makler wahrscheinlich gar nichts gesagt. Oder wusste es auch nicht. Oh, und den Dachboden hatte ich glaube ich auch nicht gesehen auf der Liste. So, also hier muss jetzt irgendwo ein Geheimraum sein. You look under the carpet, but find only some dust. You feel under the bed and find only dust. Kannst du da irgendwie aufs Bett raufklettern? You don't have time to take a nap. Ich wollte lüften wegen dem ganzen Staub. You touch the artwork. Looks old and yep, feels old too. And not even a hidden safe behind it. Gothic Artwork, not your style, okay. Also wenn man wirklich das hier hat, dann toucht er auch wirklich die Sache an. Dann guckt er sich die nicht an. Nee, ich glaube, da kommen wir jetzt so nicht weiter. An uninviting looking bed. Warum das denn? Sieht doch gemütlich aus. Oh. Look. Nee, the walls seem hollow here. Oh, okay, es ist die Art von Geheimraum. Kein irgendwie ausgeklügelter Schalter oder irgendwas, was man ziehen muss. Nein, wir brauchen jetzt wahrscheinlich eine Brechstange oder eine Axt und schlagen dann die Wand einfach ein. Okay, ich denke nicht, dass unser lieber Charakter hier sowas an seinem ersten Tag gleich machen will. Er will sich gemütlich umgucken. Er hatte einen schlechten Traum. Er hat Kopfschmerzen, die langsam besser werden dank der Tabletten. Da jetzt größere Abrissarbeiten klingen nicht so schön. Es klingt viel toller, in die Küche zu gehen und da ist... Was bist du? Old faded wallpaper. Achso, das sah für mich fast aus wie so eine Statue von einem Oberkörper, der so aus der Wand rausragt. Also, Küche und jetzt ist das Wohnzimmer. Da ist ein auffälliges Gesicht. Ich wollte eigentlich in die Küche und im Keller angucken, aber hier liegt so viel Zeugs rum. Mr. Dawson, we moved the mirror here from the garage as directed, but a piece is cracked off from the corner. We didn't do it. We let you know if it turns up. Pat, oh, die Tür klingelt. Ja, da gehen wir natürlich hin. Ist das einer von den Spiegelleuten? What the fuck? What the fuck? Okay, wir halluzinieren anscheinend gerade. Aber warum schickt uns jemand eine Puppe? Meine Tür zu. Hier wohnen komische. Hier kommen komische Pakete an. Klick. So. Ja, der Bote hat auch nichts irgendwie gesagt. Das war wohl einfach nur da, um uns zu destabilisieren. Was haben wir noch alles Schönes? A chilly draft blows through this decrepit living room. The window panes have clouded with time. You can barely make out the yard. Also nicht gut durchsichtbar. Old Victorian chair. Da. Ich dachte, das hier ist auch noch irgendein Brief. Aber scheinbar. Nö, nur ein Aschenbecher oder sowas. Das Bild da. A masterpiece of the macabre. Its eyes follow you relentlessly.
10 Uhr morgens, Tag 1. Oh, das merkte sich. Hehehehe. Ja, mal gucken. Ich hätte eher erwartet, dass das irgendwie einen Schalter versteckt hat. Die Uhr, das ist so ein Klassiker. Wir haben eine nette Küche. Ein Herd, einen ordentlichen Kühlschrank. You wouldn't want to eat anything coming from this kitchen until the cleaning lady has disinfected it. The refrigerator doesn't seem to be running. A strange odor seems to be coming from inside. Also hier wurde anscheinend wirklich noch gar nichts gemacht. Also vielleicht einmal kurz durchgesaugt oder so. Ja, es gab damals schon Staubsauger. Schon einmal kurz durchgesaugt oder ähnliches. Aber hier könnte noch irgendwas Ekliges drin sein. The door is stuck. You wouldn't want to see the food in here anyway. Okay. Ich suche noch. Irgendwas, mit dem wir oben die Wand einreißen könnten. Wenn wir es dann später wollen. Wir haben nicht viel zurückgelassen. Schubladen. Ne, Schubladen gehen nicht. Ich lasse das alles mal offen. Einfach nur mal zu gucken, ob sich das verändert. Von der Küche aus. So, Küche ist First Floor, oben links 4. Von hier aus geht es nur zurück in den Living Room und runter. Es gibt keine Verbindung von hier in den anderen Secret Room. Das soll wohl echt nur vom Study ausgehen. Okay, Keller, wir haben wahrscheinlich kein Licht. Oh doch, hier ist Beleuchtung. Oh, ein Weinkeller. An extensive collection of empty wine bottles. The previous owner must have had some reason to drink. Ich dachte schon. Also wenn die Bücher oben schon viel wert sind, dann wäre ein uralter Weinkeller wahrscheinlich noch mal mehr wert. Huh? They feel sticky with dried wine. Poyufusushanakwe Kontrichet. 1961. Not your cup of tea. Okay, also wir sind anspruchsvoll. Haben wohl Geld. Oder sind halt ein Hipster. Nö, sonst ist hier unten nix. Jedenfalls nichts, was man auf Anhieb sehen könnte. Damit sollten wir jetzt einmal durch sein. Geh zurück. Dann können wir jetzt gucken, ob wir im Study irgendwie den Geheimgang jetzt finden. Weil oben müssen wir was einschlagen. Hier unten hoffentlich nicht. You push on a protruding book and open a secret door. Das war einfacher als erwartet. Oh, irgendwo hat ein Telefon geklingelt. Ich würde gerne raus. Wo ist unser Telefon? Da war doch ein Telefongeräusch, oder? The phone is ringing. Ja. Küche vielleicht? Früher waren Telefone auch gerne mal in der Küche. Nein. Oben im Schlafzimmer dann? Also hier hätte ich eigentlich erwartet. Es gab ja auch mal richtige Telefontische. Außer dieses weiße Ding da an der Wand, ist vielleicht ein Telefon? Nee, ist einfach nur Kunst. Phone is ringing. Willkommen, willkommen. Oh, Dachboden müssen wir uns auch noch angucken.
Ja, das ist das Telefon. Stimmt, haben wir davon auch schon. Oh. You can't think of anyone you want to call right now. Nee, es klingelt doch. Waren wir jetzt zu langsam? Warte, ich starre mich jetzt ein bisschen an. Von einem Telefon geträumt. Oder wir waren echt nur zu langsam. Oh, warte, bevor wir jetzt wieder runtergehen, um später wieder hochzukommen, gucken wir mal ganz kurz auf den Dachboden. Danach können wir uns unten diesen Geheimraum anschauen. Währenddessen behalten wir die Ohren ein wenig offen, ob da jetzt das Telefon nochmal klingelt oder nicht. Oh, das sieht nach schön viel Spielzeug aus. Vor allem die Stangen da, um die eine Wand einzureißen. Old empty steamer trunk. An old pair of wooden skis, which look in need of refinishing. Dafür werden wir keine Zeit haben. A sturdy handle to the trunk. Können wir dich öffnen? No use trying, it's very locked. Okay, also irgendwo ist ein Schlüssel dafür. Wir brauchen auch Dinge, um eine Wand einzureißen. Ich weiß nicht, ob ein Skier so gut dafür wäre. Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Das Ding soll angeblich leer sein. Vielleicht könnte man sich aber drin verstecken. You feel the ball and find the puncture marks left by the neighbor's dog. Also es ist ein kaputter Ball. Dass das keine Stange, wie ich dachte. Das Fenster sieht zerbrochen aus. Fast so, als hätte sich da jemand rausgestürzt. Aber nee, hier oben ist nicht so viel zu mitnehmen, wie ich dachte. Das ist schade. Und es hat in der ganzen Zwischenzeit nicht geklingelt. Also ja, entweder hatte da jemand keine Geduld oder es war ein Klingelstreich. Heißt, wir können jetzt runter. Dann nochmal runter. Wieder in die Küche, wieder runter. Ne, warte. Nicht in die Küche. In die Study. Und von der Study aus in den Geheimraum. Im Geheimraum sah man auch gleich eine Treppe nach oben. Die führt wahrscheinlich zu dem anderen Geheimraum oben. Das würde sonst wenig Sinn machen. Wäre also von hier. Dich nochmal neu öffnen. Obwohl wir es nicht geschlossen haben. Das ignorieren wir mal gekonnt. This secret room is dark and damp. The wall is cold to the touch. Ja, ist ein Keller. Ist aber auch beleuchtet hier. Leiter. So, zeigt mir den Geheimraum. Seil. Ha. Wir haben übrigens auch noch die Garage, ne? Also einfach rausgehen aus dem Haus. Vielleicht finden wir in der Garage irgendwas zum Aufstemmen. These large boulders seem solid and immovable. Bloop. Was? Ha, okay. Okay. Man muss es nur einfach von der anderen Seite geöffnet haben. Dann ist ja gut. Telefon hat immer noch nicht geringt. Konnten wir mit einem Seil sonst irgendwas machen? Was haben wir so für Probleme? Außer jetzt Kopfschmerzen und so weiter. Nicht wirklich viel. Wir haben jetzt beide Geheimräume entdeckt. Wir haben keine irgendwelche Leichen gefunden oder irgendwas anderes, worüber man sich Sorgen machen sollte. So als neuer Hausbesitzer. Wir waren auch auf dem Dachboden. Das Fenster ist ein bisschen besorgniserregend, dass halt alles offen ist und irgendwelche Vögel da reinfliegen könnten, weil die Scheibe kaputt ist. Aber da ruft man dann einfach irgendjemanden für an. Die machen das dann schon. Jetzt gehen wir dann mal in die Garage.
wenn das denn geht. Outside, a car surrounds the neighborhood. Your house seems somehow out of time. A relic of a dark past or perhaps a dark future. Da liegt was auf dem Boden. Dachte ich. Ja. Crime by night. Woodland Hills have been struck by an incredible crime wave. Police have no suspects, but urge citizens to not stay out too late at night. Police officials are doing everything in their power to round up suspects. Until the culprits are caught, however, it is up to us to protect ourselves and our property. Okay. Mehr schießen jeden, der reinkommt. Wir sind in Amerika. Garage. Also man kann unsere Garage sehen, aber irgendwie kommen wir nicht rein. Zeig mal. Oh, es gab noch einen Balkon. Bei dem einen Fenster. Hier, das sollten wir uns angucken. So. First Floor. 6 wäre die Garage. Es gibt einen Seiteneingang auf der Rückseite des Hauses. Also anscheinend kam das Haus nicht mit Schlüsseln für die Vordertür. Von der Garage. Das heißt, wir gehen jetzt... Oh, warte, können wir da hinten rum? Ja, da hinten rum. Das ist viel besser, als was ich mir überlegt hatte. Ich hatte mir überlegt, wir gehen hoch ins Dachgeschoss, gehen auf die... auf den Balkon und seilen uns von da oben mit dem Seil ab. Aber nein, einmal ums Haus gehen klingt deutlich normaler. Oh, es muss nicht gemäht werden. Irgendjemand war ja wohl schon bei. Das Fenster sollte runter in den Keller führen. Liegt auch nichts rum. Nö, aber die Garage. Hey, Oldtimer. This place is in shambles. Reminds you of your last garage. Now this baby could be a collector's item if it were properly restored. It doesn't look like it's been used lately. Es kann ein Hobby sein. Manche Leute mögen sowas, wiederherzustellen. Das heißt, der Besitzer brauchte das Auto nicht mehr. Es hört sich immer mehr nach einem Geisterhaus an, von irgendjemand, der gestorben ist. So, Werkzeug. Also wir brauchen jetzt hier kein Werkzeug mehr, um eine Wand einzuschlagen. Ich denke ein wenig zu rabiat. Wir haben jetzt alles bisher auf ganz normale Art und Weise lösen können. Ohne irgendwie komische Dinge zu tun. Ne, nichts davon ist zu gebrauchen. Geht es noch weiter? Ah, jetzt ist wieder nur das Auto. Da drunter auch nicht, ne. See the rope. Oh. Though old, the car looks as though it could still be made to run. Erstmal gucken wir im Handschuhfach. Pick up gloves. Dann... Können wir die Nachbarn nerven? Die Batterie scheint noch zu funktionieren. Okay. Schlüssel. You grope around for a key, but can't find one. Das ist dann eher das Problem. Musik funktioniert. Nein, danke. Sonst geht hier nichts, ne? Nee. Also, wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen einen Schlüssel finden für dieses Auto. Und
Und wenn ich ein Schlüssel für ein Auto wäre, wäre ich nicht direkt neben dem Auto. Wegen Einbrecher und so. Gehen wir erstmal rein, gucken uns drin ein bisschen um und den Balkon würde ich mir gerne anschauen. Ich überlege gerade wegen Schlüssel. Also im Study vielleicht noch, wo man sich länger aufhält. Sonst Küche ist auch so ein Ort für sowas. Und halt direkt der Eingangsbereich mit so einem Schlüsselhaken. Die meisten Sachen sind wir hierbei eigentlich schon durchgegangen, ne? Ja. Wir machen mal eine kurze Runde noch hier oben rum. Ob wir irgendwas mit neuen Augen sehen. Also du sollst jetzt nicht noch mehr nehmen, ne? Du sollst nur gucken, ob da ein Schlüssel drin ist. Oh, fuck. Mhm. Wir haben ein klitzekleines Problem mit Pillen. Wir haben anscheinend viel Geld, weil wir uns ein Haus leisten können. Und wir haben Halluzinationen und irgendwelche Bekannte, die uns Kinderpuppen zuschicken, wo wir denken, es wären irgendwelche Monster. Hier drin könnte der Schlüssel sein, oder? Klopf das mal ab. There is a bulge in the pocket of the trench coat. Ja. You reach in the pocket and find a small piece of paper. Na. Oh Gott, was bist du? The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien. Und ganz viele Daten. Sollte ich mir die aufschreiben? Wir haben bisher noch keine Möglichkeit, irgendwo was einzugeben. Also sehr stark überzogen. Okay. Warte, nur weil eine Sache drin war, heißt nicht, dass vielleicht noch eine Sache drin ist? No bulges here. Okay, nevermind. Das war, glaube ich, auch vorher nicht da, ne? Wir hatten das ja schon mal angeguckt, den Trenchcoat, und da meinte er nur, dass er nicht drauf steht. Aber erst, wo er jetzt gesehen hat, dass das Auto da ist. Also es macht Sinn, regelmäßig sich Sachen anzugucken. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Ah, der Balkon ist hinter dem... Hinter der Kiste? Okay, dann benutze Seil mit Kiste. Nein. The rope doesn't have any effect on the trunk. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte das irgendwie um die Griffe da ziehen und dann, also rumzwirbeln und dann die Kiste wegziehen oder so. Wir können nicht einfach drum rumgehen. Können nicht einfach so aus dem Fenster springen. The trunk is locked with a rusty padlock. It's okay to leave fingerprints here. Ich wollte mich nur nicht verletzen, wenn wir das Ding wegziehen. Das ist wirklich einfach nur Geld, oder? Using the money on the trunk lock doesn't make any sense. It must be your headaches. Ja, 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 genau. Jetzt weiß ich aber wenigstens, dass es Geld ist. Okay, also wir brauchen einen Schlüssel fürs Auto. Wir brauchen einen Schlüssel für den Trunk. Ich würde trotzdem irgendwie gerne dahinter. Also müssen wir das Ding öffnen, um dann Sachen rauszunehmen, um es dann wegschieben zu können? Nee, ich denke, hier werden wir erstmal nichts machen können. Willst du ihn hier vielleicht nochmal hinlegen? Vielleicht passiert hier irgendwas abends. Wenn das Haus so schon creepy genug ist.
don't have the time to take a nap, sagt wer.